Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande hier auf der Eurobike 2021. In diesem Video möchte ich euch Cargo-Bikes zeigen. Die Cargo-Bikes, die es auf der Eurobike 2021 zu sehen gab und die ich nicht in einem einzelnen Video vorgestellt habe bzw. vorstellen lassen habe. Ihr findet alle anderen Videos zur Eurobike 2021, die ich bis zu diesem Punkt hochgeladen habe, in dieser Playlist, die ich euch jetzt hier oben verlinke. Aber abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um auch weitere Videos aus der Welt der Lastenräder nicht zu verpassen, und eventuell kommt auch noch das ein oder andere Video von der Eurobike dazu. Und der nächste Cargo-Bike-Hersteller ist hier Adbike. Und Adbike haben eigentlich angefangen mit solchen Anbauten. Und zwar lassen sich diese kleinen Kabinen hier anstelle des Vorderrads anbauen mit einer Art Bracket, sodass man dann, wie ihr das hier vorne seht, ein Dreirad hat mit einer Neigetechnologie und mit zwei Sitzen vorne. Und das Coole ist, dass sich natürlich jedes Fahrrad dafür verwenden lässt, oder so gut wie jedes Fahrrad. Aber sie haben jetzt auch weitergemacht und ihr eigenes Fahrrad auf den Markt gebracht. Wir haben hier einen Longtail mit 20 Zoll Bereifung, einem Barfang-Motor in einer rustikalen Optik. Hier passen zwei Kindersitze drauf und auch hier gibt es dann wieder mannigfaltiges Zubehör, um Kinder hier hinten zu platzieren. Hier also eine große Ladefläche, eine große Tasche, eine Netztasche mit zwei Sitzen. Und hier, und das finde ich auch eine schlaue Idee, einfach nochmal einen Griff zu montieren, damit sich das hintere Kind auch dann vorne festhalten kann. Hier vorne dann ein großer Korb, hier mit solchen Seilen. Das sieht, finde ich, sehr schick aus. Hat so eine stark industrielle Optik. Und dass hier unten der Rahmen unterhalb des Motors entlang geführt wird, das sieht man auch nicht allzu häufig. Er sorgt aber natürlich dann auch für einen niedrigen Schwerpunkt und für einen niedrigen Einstieg. Ja, das ist Adbike auf der Eurobike 2021. Bei Rethink haben wir eine Marke, die speziell auf Recycling Wert legt und auf Naturmaterialien. Und hier zwei Cargo-Bikes, und zwar aus Holz. Das eine Art Hot Rod Longtail hier mit alten, aufgearbeiteten Schläuchen. Einer Packtasche aus alten Schläuchen, das sieht ziemlich cool aus. Und natürlich ein E-Bike, damit man möglichst entspannt wie durch die Gegend fahren kann. Schwalbe-Marathon-Reifen, eine Kettenschaltung. Und es sieht sehr Artisan-Style aus, also aus Schichthaus hier gearbeitet. Und das Ganze gibt es auch noch als Long John. Da stehen jetzt allerdings zu viele Leute. Allerdings hier natürlich schön eine Seilzuglenkung, Acros-Steuersatz. Und wenn man hier jetzt ein bisschen drauf geht, von der anderen Seite habe ich ein bisschen mehr Platz. Sehen wir eine richtig schöne lange Ladefläche und eine klassische Long John Formgebung. Und der Akku hier besondererweise auf der Seite befestigt. Also ziemlich cooles Konzept, soweit zu Rethink. Der nächste Hersteller hier auf der Cargo Bike Area, auf der Eurobike, ist BKL. Ein spanischer Hersteller für verschiedene, oder die haben verschiedene Cargo-Bikes im Angebot. Unter anderem hier dieses Long John mit einer großen Holzkiste für zwei Kinder, einem Barfang-Mittelmotor und ja, einer klassischen Geometrie, einer klassischen Long John-Aufteilung. Aber wie man hier schon sehen kann, relativ breite Box. Dieses Fahrrad werdet ihr auch auf jeden Fall im Laufe des Jahres oder Anfang nächsten Jahres mal auf meinem Kanal sehen können. Aber BKL macht nicht nur diese Räder, im Hintergrund könnt ihr es schon sehen, aber das hier ist natürlich auch was sehr Interessantes, gerade für Gewerbetreibende. Ein riesiger Transporter ebenfalls hier mit dem Barfang Mittelmotor, einer Doppelbatterie und richtig viel Platz hier hinten, einer richtig großen Box, die auch ja, sehr variabel einsetzbar ist und auch anpassbar ist. Ja, hier ist jede Menge drin, das machen wir mal schnell wieder zu. Soweit zu BKL. So, hinter mir ist Black Iron Horse. Ich habe die besonderen Räder aus Kopenhagen schon einmal in einem längeren Test gehabt, das gelbe Pony. Ich verlinke euch das Video hier oben, falls ihr euch nicht daran erinnert. Aber guckt es auf jeden Fall mal an, denn das hier ist etwas ganz, ganz Besonderes. Die Räder von Black Iron Horse sind drei Räder, aber nicht wie klassisch mit einer Drehschemelenkung ausgestattet, sondern mit einer Hinterradlenkung, ganz genau. Und das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus vielleicht, weil je nachdem, wo man hinlenkt, bewegt sich das Hinterrad genau in die entgegengesetzte Richtung, weil es natürlich auf der hinteren Seite lenkt und somit eine ganz andere Fahrdynamik hat.
Interessanterweise sind diese Räder dann mit einem Frontantrieb ausgestattet. Die Kette von hier unter dem Fahrersitz geht nach vorne und steuert dann die Räder mit einem Differential an, sodass wie beim Auto dann natürlich die Kraftverteilung ausgeglichen ist. Das Besondere bei den Black Iron Horse Rädern ist auch noch diese Box hier. Wir haben hier das Recycling-Symbol. Das ist nicht deswegen, weil sich diese Boxen recyceln lassen, das funktioniert auch, aber das Material ist bereits recycelt. Hier können wir das Rohmaterial sehen. Ganz viele lustig verteilte Kunststoffpunkte in verschiedenen Farben. Und das zeigt, dass es viele verschiedene Farben gibt, viele verschiedene Farben möglich sind von der Box als auch von dem Rahmen und man auch viele unterschiedliche Kombinationen haben kann. Und das hier ist auch noch eine sehr, sehr interessante Box. Deswegen sind hier die Fischernetze, denn das ist eine Box, die komplett aus alten Fischernetzen produziert wurde, die dafür eingeschmolzen und hier zu diesem Kunststoffmaterial verarbeitet wird. Jetzt für die nächsten Jahre, für das kommende Jahr, gibt es auch noch den Kombi. Das hier ist ein früher Prototyp von dem Kombi. Ihr könnt hier sehen, eine sehr, sehr große Box, bis zu 6 Kinder passen rein. Und ich bin mal gespannt, ob ich den Kombi mal werde testen können, wenn es fertig ist. Auf jeden Fall Black Iron Horse, sehr, sehr interessante Räder aus Kopenhagen mit einem ganz, ganz besonderen Lenk- und Antriebskonzept. Aber ein solches Video wäre nicht möglich ohne die Unterstützung eines Partners wie Helden.de. Helden.de ist eine junge Versicherung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, transparente und faire Versicherungsbedingungen zu haben und faire Versicherungen anzubieten. Sie haben zum Beispiel einen Hausrat, eine Haftpflicht, eine E-Bike-Versicherung, eine Drohnenversicherung. Und das Beste ist, mit dem Code RBND4 oder den Link, den ihr unten in der Beschreibung findet, bekommt ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag auf eure Versicherung geschenkt. Also geht mal auf den Link unten in der Beschreibung oder nutzt den Code RBND4. Vielen Dank an Helden.de für den Support meines Kanals. Ich habe jetzt mal die Eurobike ein bisschen verlassen, das Messegelände, um euch mal ein besonderes Fahrrad vorzustellen. Und zwar das Cargo Black Forest Individual Edition 1. Tja, es ist ein Eigenbau auf Basis eines Cargo-Rahmens. Da oben fliegt der Zeppelin mit einem mega Geweih hier vorne, Doppelrückspiegel, eine große Echtholz-Ladefläche hier mit Verankerungspunkten eingelassen in das Holz. Und was auch erstaunlich ist, wir haben hier einige Besonderheiten. Eine Kindernay-Narbe. Das ist eine Entwicklung aus Norwegen, die hat 14 Gänge und ist hydraulisch angesteuert, hier mit zwei Daumenhebel, einer links und einer rechts. Georgs-Display, der Standard bei dem Cargo. Eine Beischulz-Federsattelstütze. Und hier auch die Beleuchtung, wunderschön hier integriert. In dieses Echtholz, diesen Echtholz-Gepäckträger ganz hinten. Und hier sitzt ein Duro Crux 27,5 x 3,25 Zoll. Also ein richtig dicker Schlappen. Und guck mal, wie eng der hier am Rahmen entlang läuft und am Riemen. Da passt kein Blatt Papier mehr zwischen. Ja, und das Ding fahr jetzt mal zur Messe. Ja, das ist mal ein Erlebnis hier mit dem Kindernay Cargo, der Black Forest Edition. Mit dem Kameramann hier sogar vorne drin. Und jetzt geht es noch schön in den Ausstellerbereich. Und da wird das Rad einmal hingestellt, sodass die Leute auch mal sehen können, was alles möglich ist mit so einem Cargo. Mal abseits von der Safety Box, von dem EPP. Mal sehen, ob wir reinkommen, oder Timo? Ich hoffe. Müssen wir jetzt hier irgendwie unter dem Flatterband durch. Bis an den, durch die Rückspiegel. Also diese Kindernay ist schon eine Diva so ein bisschen. Da muss man die Gänge genau treffen. Ah, der Cargo-Stand. Sehr gut. Vielen Dank für deine hervorragende Kameramannarbeit. So, ein nächstes Longtail von einem Fahrradhersteller und zwar dieses Mal Centurion. Am Centurion-Stand befinde ich mich jetzt hier und das ist natürlich ein Fahrradhersteller mit einer langen Tradition und sie haben jetzt auch einen Longtail entwickelt. Das scheint so das Bike der Stunde zu sein. Viele Fahrradhersteller
gehen jetzt auf Longtails, weil das, glaube ich, auch relativ einfach in der Entwicklung ist, verglichen mit einem Long John, wenn man eher ein regulärer Fahrradhersteller ist. Wir gucken es mal an. Hier haben wir das Centurion Vario. Vorne mit 26 Zoll Bereifung, hinten mit 24 Zoll, also etwas kleiner, sorgt dafür, dass die Lastverteilung natürlich weiter nach unten wandert und somit das Fahrverhalten nicht kippelig ist. Wir haben einen Bosch Cargoline Motor und eine Kettenschaltung, das könnt ihr hier hinten sehen, eine 11-fach Shimano, nein, stimmt gar nicht, SRAM NX, ein seltener Vertreter im Cargo-Bike-Bereich. Dann ganz nett hier oben eine Ladebuchse, von wo aus man die Batterie laden kann, denn die befindet sich hier in diesem dicken, fetten Unterrohr. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Dual-Batterie zu verbauen. Aber dann haben wir jetzt hier dann noch so kleine Details wie einen Flaschenhalter hier an dem Frontgepäckträger, die Schwalbe Pickup-Reifen. Und das sieht mir nach einem richtig veritablen, großen Lastenrad aus. Hier mit einem relativ tiefen Einstieg, einer Doppelsattelstütze, damit auch kleine und große Fahrerinnen damit gut fahren können. Auf jeden Fall ein guter Neueinsteiger im Cargo-Bike-Bereich. So, jetzt bin ich bei Conversicle. Und Conversicle haben ein sehr spezielles Konzept. Ist vielen bestimmt in den Medien auch schon mal begegnet worden, weil es wirklich viele Berichte darüber gab. Die haben nämlich ein besonderes Konzept entwickelt, um ein Cargo-Bike zu bauen, das im Alltag trotzdem klein ist. Und das gucken wir jetzt erstmal an. Wir haben sogar jemanden, der uns das zeigt. Genau, das Conversicle zeichnet nämlich aus, dass wir eigentlich ein normales Fahrrad auf den ersten Blick haben, aber dann das Hinterrad nach hinten ausklappen können, sodass hier eine große Ladefläche entsteht mit den Maßen 60x40, ist korrekt, und wir somit eine große Cargo-Kapazität haben. Und wenn wir nichts transportieren müssen, dann klappen wir das einfach wieder zurück. Und haben ein Fahrrad, das sich leicht abstellen lässt, das sich leicht fahren lässt und jetzt auch natürlich mit Motorunterstützung daherkommt. Hier mit einem Vorderrad-Nabenmotor. Alles andere wäre wahrscheinlich auch durch den Klappmechanismus etwas schwieriger. Da haben wir auch wieder die Bestätigung. Ja, definitiv ein sehr interessantes Konzept hier in der Startup-Area. Und mal sehen, wo die Reise mit Conversicle hingeht. Hier ist der Stand von Douce. Douce ist französisch für 12 und ich habe euch die gesamte Geschichte von Douce schon mal gezeigt in einem Video von der Eurobike 2019. Und Douce hat was Neues, nämlich sie sind ja ursprünglich für ihre Long John Fahrräder bekannt und jetzt haben sie auch ein Long Tail. 24 Zoll Bereifung, so wie es aussieht, also dadurch ein relativ geringer Schwerpunkt hinten auf der Ladefläche bzw. auf dem großen Gepäckträger. Und erstaunlicherweise ist hier kein Mittelmotor verbaut, sondern wir haben hier einen Hecknabenmotor. Auch eine interessante Designentscheidung. Auch was hier Bremsen und Komponenten angeht, ist das vielleicht die Auswirkung von Covid auf den Fahrradmarkt. Formula Cura Bremsen. Eine Stride-Schaltung hier oben und auch hier unten befinden sich ein Schaltwerk von einer relativ kleinen Firma. Kenda Reifen, also eine sehr, sehr interessante Mischung zwischen einem Longtail und unbekannten Komponenten. Aber was auch interessant ist, dann hier dieser Vollschutz für das Hinterrad, der dann die Beine vor den gefährlichen Speichen schützt. Ansonsten sehen wir bei Douce hier eine schöne grüne Farbe, die Integration von einem Shimano-Motor und einer Enviolo. Das Ganze mit Kette, das ist natürlich ein Klassiker auf dem Cargo-Bike-Markt. Ich bin jetzt hier am Stand von Gates Carbon Drive Unchain Your Ride. Und hier ist ein besonderes Fahrrad zu sehen, und zwar von Portus Cycles. Handgemacht aus allerfeinsten Stählen. Das ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, hier mit einem Mittelmotor von Bosch ausgestattet, einer Roloff und einer echten Mountainbike-Bereifung und tatsächlich einiges an Cargo-Kapazität. Und hier kann man sehen, für was dieses Fahrrad geeignet sein soll, für den Waldarbeiter, der dann hier in den Wäldern rund um den Bodensee unterwegs ist. Und wie man hier sieht, wurde das Rad auch tatsächlich benutzt. Das ist kein Dreck, der nachträglich aufgesprüht wurde. Also
ziemlich cooles Bike von Portus Cycles aus Deutschland. Und das hier ist zwar kein Cargo-Bike, aber ist definitiv wert, einmal zu zeigen von... Ist es Nikolai? Vielleicht ist es Nikolai. Aber definitiv in Verwendung gewesen. Jetzt wieder am Gates-Stand und was hier ebenfalls steht, wo ich vorhin noch nicht hingekommen bin, ist auch das Unit. Das Unit habe ich euch auch schon mal in einem eigenen Video gezeigt. Und hier zeigen sie ihr Unit mit dem Shimano Steps Motor, mit dem EP8 und dann auch dem Riemen natürlich bis zur Nexus 5E, der mechanischen. Ein hervorragendes kleines Fahrrad, wie ich finde, und sorgt auch für einiges Aufsehen. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Highlight hier an dem Gates-Stand. Die ganzen anderen Räder interessieren mich eigentlich gar nicht groß, sondern hier ist eine absolute Weltneuheit. Und zwar das Kluf, ein Startup aus Wiesbaden. Und Susanne sitzt da im Hintergrund. Und wir wollen uns das jetzt mal ganz kurz angucken. Denn dieses Fahrrad oder die Webseite von Kluf, die hat lange nicht verraten, um was es sich eigentlich wirklich handelt. Und jetzt haben wir hier das Endergebnis der Entwicklung. Wir haben ein Long John, ein sehr langes Long John, also eins der aus der Maximalklasse, aus der Family-Klasse. Und hier ein besonderes Ständersystem, das von hinten aus gelöst und aufgebockt werden kann, sodass das Fahrrad hier sicher steht und es nicht nach vorne oder nach hinten kippt, je nachdem, wie man es belädt. Eine klassische Lenkstange sorgt dann für die Lenkung, aber das Wichtigste ist eigentlich der Innenraum hier. Und hier haben wir zwei Einzelsitze, so richtige Sitzschalen, die dann auch, genau, danke Susanne, die dann auch federn. Wir haben 5-Punkt-Gurte und wie ihr das hier sehen könnt, eine sehr hohe Rückenlehne. Ihr wisst, das gefällt mir immer sehr gut, wenn es hohe Rückenlehnen gibt, weil dann auch die Köpfe der Kinder geschützt sind. Dann hier oben rum noch zwei feste Bügel, die auch Bestandteil des optionalen Regenverdecks sind und womit man dann natürlich auch das ganze Jahr über in jedem Wetter fahren kann. Komplettiert wird das Ganze dann mit einer Ausstattung von Bosch und Magura und Enviolo. Wir haben hier schon das neue Bosch Kiox 300 Display, die Bedieneinheit von Bosch, die LED-Bedieneinheit und die Magura CME 5 Bremse für gute Bremskraft, für erhöhte Sicherheit. Und das hier ist der neue Controller für die Enviolo Automatik. Ich hatte jetzt schon einige Räder mit der Enviolo Automatik. Dieser Controller hier, der ist jetzt auch endlich scheinbar verfügbar, sodass man auch die Enviolo etwas manuell steuern kann und sich nicht auf die Automatik verlassen muss. Das Ganze sieht sehr aufgeräumt aus und man kann hier deutlich erkennen, dass es einen Einschlag von Nikolai Bikes gibt, denn dort wird das Rad gefertigt. Wir haben hier diesen Yoke, dieses gefräste Teil, das dann in die Kettenstreben bzw. in die Sitzstreben übergeht. Und das sieht alles sehr sauber verarbeitet und sehr aufgeräumt aus. Und dann hier hinten natürlich dann die Kombination aus dem Bosch Cargoline Motor, dem Riemen und der Enviolo Automatik. Und eine außergewöhnliche Farbe. Ich finde es immer toll, wenn die Räder nicht schwarz oder weiß sind, sondern hier haben wir so einen Matschgrün. Und das steht dem Rad wirklich gut. Tschüss, Susanne. Jetzt bin ich hier am Stand von Ginkgo in der Startup Area und Götz, Gerrit, dieses Video ist nur für euch. Hier ein rotes Ginkgo. Und dann bin ich heute das erste Mal auch Ginkgo gefahren. Und zwar auf der einen Seite das Blaue, das ihr jetzt hier draußen seht, und auch das Gelbe dort. Das Besondere hier haben wir richtig fette Mountainbike-Bereifung drauf. Also für den Offroad-Einsatz richtig gut geeignet. Eine Federgabel, die natürlich die Geometrie etwas verändert, aber es fährt sich so, wie von Götz und Gerrit beschrieben, super leicht, super agil und finde ich, sieht auch richtig cool aus, auch gerade mit diesen fetten Reifen in diesem Gelb, das ist schon richtig schick. Hier haben wir dann eine sehr leichte Ladefläche, einfach nur aus Cordura-Material, also super leicht. Das ist Ginkgo hier auf der Eurobike 2021, wieder ein kleiner Stand, aber ein richtig cooles Konzept, gerade für den sportlichen Fahrer, die sportliche Fahrerin. Und hier ist dann natürlich auch die komplette Bandbreite der Shimano Mountainbike-Komponenten verbaut. Shimano XT-Bremsen, eine RockShox-Federgabel, XT-Kurbel, XT-Kassette und Schaltwerk. Und was man mit diesem Bike alles machen kann, das wird hier in dem kleinen Video gezeigt.
Also man kann zum Beispiel formidabel hinfallen und auch eine kleine Babyschale montieren. Das ist natürlich super für Familien, für kleine Kinder. Schon richtig witzig, was man mit dem Ginkgo alles machen kann. Und noch mehr aus Holz gibt es hier bei Johansson Bikes. Und zwar nicht die Rahmen, aber dafür die ganzen Boxen. Und hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten der Johansson Bikes. Sie haben einiges im Angebot, wie zum Beispiel dieses Delta Trike hier mit Platz für eine gesamte Europalette drauf. Allerdings auch viele Möglichkeiten für Familien. Hier ein Dreirad mit einer Drehschemelenkung. Sie haben einen Long Tail im Angebot, das auch Platz für zwei Kinder hinten drauf bietet. Einen eigenen Anhänger haben sie entwickelt und dann hier ein Dreirad mit einem Neigemechanismus und hier auf der einen Seite viel Platz für Güter, auf der anderen Seite Platz vorne für Kinder mit einem, ja, das ist jetzt kein Regenverdeck, aber so ein Verdeck, um Fliegen und Mücken und so fernzuhalten. Das Ganze gibt es dann auch noch in einer etwas kürzeren Variante mit einem richtigen Regenverdeck und Platz für ebenfalls zwei Kinder. Also hier bei Johansson eine große Auswahl verschiedener Räder. Und das hier ist eine Version mit einer Fronttür, damit man da Hunde reinlassen kann. Allerdings auch Platz für Kinder natürlich. Das sind die Räder von Johansson. Nordischer Name, deutsche Firma, klassische Rahmen, klassische Fahrradkonzepte und viel unbearbeitetes Holz. Ja, das waren sie, die Cargo-Bike-Innovation von der Eurobike 2021. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Fragen und Anmerkungen unten in die Kommentare. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.